Moin, heute bin ich mit meiner Kollegin unterwegs. Wir gucken uns mal einen innovativen Betrieb an, der die letzten 2 Jahre laut seiner Aussage sehr gut Raps geerntet hat. Mal gucken, was der so anders macht wie andere. Ja, Timo, schön, dass wir heute hier sein dürfen. Wir deinen Rapsschlag und deine Rapsphilosophie mal einmal angucken mit deiner Drexler-Technik. Vielleicht erklärst du uns mal ganz kurz, wo du hier so wirtschaftest und was du hier so machst. Ja, herzlich willkommen hier auf Gut Rot Haus. Wir sind hier in Ostwestfalen, in der Nähe von Paderborn, zwischen Paderborn und Höxter. Wir bewirtschaften hier einen 300 Hektar Ackerbaubetrieb mit 4500 Mastschweinen. Sehr schwere Tonböden, kalte Regionen, im Schnitt der Jahre 1000 mm Niederschlag, also alles, was man ackerbaulich eigentlich nicht braucht. Wie du schon erwähnt hast, machen wir ein bisschen besonderes Ackerbausystem, was sich sehr bewährt hat. Wir machen eben nur noch eine ganz flache Bearbeitung im 5 cm Horizont mit Striegel und Kettenegge und sehen dann in einem Lockerungssystem die Saat in einem Arbeitsgang vorne 25 cm lockern, Dünger reinlegen, rückverfestigen und mit dem Seeschar direkt in den Stoppelbestand im Normalfall den Raps aussehen. Das hört sich spannend an. Wollen wir uns das mal angucken? Ja, gerne. Hier haben wir schon gleich einen unserer wichtigsten Mitarbeiter gefunden. Wir halten dann noch ein paar mehr Tiere als nur die Mastschweine, nämlich Gott sei Dank viele Regenwürmer auf dem Acker, die sich dank dem Strip-Till-System auch sehr, sehr gut entwickelt haben in den letzten Jahren. Eine große Zunahme von Tiefengräbern durch die viele Organik. Wir sehen hier, dass die hohen Strohmengen an der Bodenoberfläche, die diese Tiere eben sehr lieben, das bringt uns in den Trockenjahren etwas mehr Ertragsstabilität, weil gerade Getreidewurzeln eben in diesem sehr, sehr schweren Tonboden sich dann noch in andere Horizonte entwickeln können, als sie es ohne diese natürlichen Gräber tun können. Ja, der Raps sieht gut aus, schön entwickelt. Wir haben hier mittlerweile schon 1,5 cm Wurzelhalsdurchmesser und noch keine geschossenen Bestände. Wann hast du denn hier gesät? Ich habe hier am 18. August gesät, sicher etwas früher als viele Ackerbauern das machen würden, geschuldet dem kühlen Standort. Und der hohen Flächenleistung, die wir durch die Maschinen machen müssen, sehen wir hier etwas früher, um nach hinten raus mehr Luft zu haben. Aber die Bestände, das hat sich einfach vom Saatdatum bewährt, auch in den letzten Jahren, etwas früher zu sehen in diesem Verfahren. Du hast hier schöne, kräftige Einzelpflanzen. Wie viel hast du denn hier gedrillt? Wir sehen nie mehr als 30 Körner durch den weiten Reihenabstand von 37 cm, die wir mit der Drillmaschine fahren, sind wir immer bei 28 bis 30 Pflanzen pro Quadrat, also Körner pro Quadratmeter. Ja, also der Bestand sieht gut aus. Selbst Erdflohlarven kann ich in den Rapsstiel noch nicht erkennen. Wir fahren den Bestand sehr intensiv, auch was Insektizidbehandlung betrifft, natürlich auch Kürzung, um ihn unten zu halten. Ja, hier sehen wir sehr schön das System einmal mit den weiten Reihenabständen, 37 cm. Durch die sehr schmalen Schare bewegen wir ganz wenig Boden, haben damit sehr, sehr wenig Probleme mit Altraps. Den Altraps haben wir vorher entweder abgespritzt oder durch die viele flache Bearbeitung gar nicht mehr vorhanden, nur noch im Unterboden. Wir rühren den Unterboden aber nicht an, sondern schlitzen quasi nur zwischen den Stoppeln einen möglichst kleinen Schlitz rein, legen das Saatgut ab auf 37 cm. Damit haben wir hier ein super Mikroklima in den Dämmen. Man sieht leichte Dammstruktur und auch die Stoppeln noch. Das ist Ackerbau für Pflanzen, nicht unbedingt für die Optik des Landwirts. Das sieht lange sehr rudimentär aus, aber wichtig und entscheidend ist die Entwicklung der Rapspflanze, die wir hier sehen können. Die Maschine ist auch in der Lage, Getreide zu sehen. Dann wechseln wir die Seeschare auf ein Doppelseeschar. Dann verschwinden auch quasi die Stoppeln und wir räumen das Stroh an die Seite, legen 2 Bänder Getreidesaatgut ab, haben dann irgendwo 17 cm Reihenabstand und auch diese Dammstruktur, dann liegt zwischen jeder Reihe ein Damm aus Stroh und Erntemaststelle. Wie tief lockerst du für den Raps vorweg? Raps normalerweise 25 cm lockern, Dünger reinlegen. In diesem Fall waren das 40 Kilo SSA. Zu Getreide lockern wir im Normalfall 18 cm. Wenn es mal sehr nass ist, gehen wir auch auf 12 cm, dass man immer die Möglichkeit hat, nochmal darunter zu gehen, da man dann zweifelsohne auch Schmierschichten macht bei so nassen Bedingungen. Das System hat sich aber auch sehr gut unter nassen Bedingungen bewährt. Auch
letztes Jahr nach Mais, 15. Oktober, sehr, sehr feucht. Da der Boden, die Bodenstruktur sich aufgebaut hat, man sieht hier diese diese Gare, natürliche Gare, auch durch Regenwürmer gebaut, haben wir eine super Entwässerung und die Böden sind sehr, sehr schnell wieder befahrbar. Die sind schön krümelig und gar nicht so fest, obwohl du nur 37 cm Reihenabstand fährst und 5 cm vielleicht lockerst, ne? Genau, man sieht hier sehr schön, dass eben auch, das ist ja so ein typischer Zwischenreihenhorizont, dass auch der nicht gelockerte Bereich vollkommen erschlossen ist und mindestens genauso gar. Das heißt, die Natur macht hier quasi unsere Arbeit. Wir fahren immer mal ein bisschen versetzt, ganz natürlich auch mit RTK rutscht man immer mal dazwischen. Es ist jetzt nicht so, dass die Lockerung jedes Jahr an genau der gleichen Stelle sitzt. Aber die Natur macht ja halt wahnsinnig viel Arbeit, wenn wir sie machen lassen und nicht unsere natürliche Arbeit jedes Jahr durch eine mischende Bodenbearbeitung unterbrechen. Mhm. Oder den Flug. Ja, ein spannendes Konzept. Ich glaube, das beobachten wir weiter.